Dorotel Stories. Ja, und beim Thema Frozen Beer, da gibt's ein ganz lustiges Experiment. Und weil der Caro, unser Jüngster, der macht ja immer so gerne Experimente, haben wir gesagt, das probieren wir jetzt auch mal aus. Man kann nämlich anscheinend selber Frozen Beer fabrizieren. Und zwar habe ich das Bier, also Flaschenbier braucht man, das bleibt geschlossen. Das stellt man stellt es stehenderweise. Stellt man es in den Gefrierer und friert es für 2 Stunden lang ein. Plus minus. Also wir haben minus 19 Grad im Gefrierer. Plus minus so ungefähr genau, ziemlich genau 2 Stunden muss man es einfrieren. Und wenn man es dann herausnimmt, dann hoffe ich mal, dass der Trick klappt und wir machen selber Frozen Bier. Unglaublich. Und jetzt brauchen wir einen Cut. Ich muss Bier holen. Muss Zeichen machen. Cut. Ah ja. Okay, gib Gas. So, also wir haben es jetzt also aus der Gefriertruhe geholt, ne wahr? Und ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht's, es ist flüssig. Jo. Und jetzt beten wir mal, dass dieser Trick auch funktioniert. Also es hat geheißen, es ist wichtig, dass da oben keine Blubberblasen sind und dass man es vorher nicht schüttelt vorm Einfrieren. So, mal gucken. Da passiert mal gar nichts. Nein, es funktioniert nicht. Dann müssen wir es mit dem nächsten Nochmal versuchen. einfrieren. Müssen wir nochmal 2 Minuten warten. Gut, das geht ja zum Glück im Fernsehen ganz schnell. Na, da ist jetzt das ganze Ei schon raus. Ah, ne, da. Blub. Tja. Ach nee. So richtig ist das noch nicht, aber beinahe. Nee, das muss ich nicht hin. Aber es wird schon, guck da oben, Ja. da ist schon so Eis drin. Man sieht es auf jeden Fall. Cool, Hier es ist da richtig, funktioniert. guck. Wobbel, wobbel. Stimmt, da sieht man es volle. Cool. Eiskristalle drauf. Ah, ist das kalt. Dorotel Stories.